herzlich willkommen zu Pitch Night, der Digital Hub Initiative. Ich bin heute Morgen um 5 zurückgekehrt aus den USA. Ich habe nicht geschlafen, ich musste ins Kabinett, ich musste in den Bundestag zur Regierungserklärung. Habe mich hingeschleppt den ganzen Tag. Ich hatte nur eines Ziel, ich wollte heute Abend wenigstens eine Stunde bei Ihnen sein. Ich bin nämlich auch ein Startup. Und deshalb wünsche ich mir sehr, dass aus dieser Veranstaltung, die wir heute machen, etwas wird, wo wir in einigen Jahren sagen können, es war ein Mosaikstein, der dazu beigetragen hat, dass wir vorangekommen sind. Wir werden gleich anfangen zu pitchen, 3 Minuten. In der Zeit müssen Sie das so erklären, dass es auch ein Minister versteht. Die Startups aus der Pitchnet hatten eine Besonderheit, sie kamen aus verschiedenen Branchen. Man hat typischerweise gerade in Berlin eher Consumer-Themen zum Beispiel. Und hier war es jetzt relativ breit von Mobility, InsurTech, sehr, sehr breites Spektrum. Wir von InfraSolid haben die Glühlampe so klein gemacht, dass man sie sogar ins Smartphone einbauen kann, um den Fingerabdruck von Stoffen zu analysieren. Guten Abend, mein Name ist Güven Karakutsu. Ich bin Gründer der IT Labs und gemeinsam mit unserem Team entwickeln wir eine Versorgungsplattform für chronisch kranke Patienten. Mit unserer Software werden Planungsprozesse in der Industrie besser, schneller und günstiger gemacht. Die Teilnahme bei der Pitch Night hilft uns vor allem, mit Investoren in Kontakt zu kommen, weil wir natürlich immer auf der Suche sind nach neuem Geld. Wir möchten in die nächste Stufe eintreten, wir können den Finanzguru bekannter machen und halt mit relevanten Investoren sprechen und die nächsten Schritte einleiten. So eine Veranstaltung wie die Pitch Night ist für uns natürlich ein großartiges Ereignis, dass wir daran teilnehmen dürfen. Man hat selten die Möglichkeit, als Startup vor so bekannten Investoren zu pitchen. Und das ist natürlich ein großes Abenteuer für uns, hier dabei sein zu dürfen. So ein Event ist einfach ein geiler Moment, neben dem Alltag für so ein Startup was zu erleben und seine Idee vor einem großen Publikum präsentieren zu können. Für Startups ist es wichtig, dass sie den Zugang zu Investoren haben, wie es zum Beispiel heute Abend geschieht. Genauso wichtig ist es aber, dass sie eine gute Infrastruktur gestellt bekommen und Coworking Spaces, dass sie ein One-to-One-Mentoring erfahren, aber auch, dass sie Kontakte zu Branchenexperten bekommen und zu Partnern, mit denen sie ihre Geschäftsmodelle skalieren können. Die Digital Hub-Initiative kann dem Startup-System einmal Aufmerksamkeit bringen, national und international, aber natürlich auch für eine stärkere Vernetzung innerhalb der Standorte sorgen. Dieses Zusammenbringen der verschiedenen Akteure, das ist ein großer Mehrwert der Hub-Initiative. Für unser Unternehmen ist es sehr wichtig, Teil der Initiative zu sein. Ich habe deshalb meinen Job an den Nagel gehängt. Ich habe meinen Co-Founder in der Hub-Initiative gefunden und wir sind mit der Hub-Initiative gewachsen, wo wir jetzt sind. Das wäre ohne die Hub-Initiative nicht möglich gewesen. Wir versprechen Ihnen, wir werden dieses Modell, wenn es die Erwartungen erfüllt, nicht nur fortsetzen, wir werden es ausbauen. Wir werden dafür sorgen, dass eine neue Gründungskultur entsteht. Ich wünsche Ihnen allen und uns gemeinsam den nötigen und dringend gewünschten Erfolg für unser Land. Vielen herzlichen Dank.